Hallo meine lieben Freunde der Volksmusik, willkommen zurück bei Goonie vs. Man Staffel 2, Teil 3. Jo, 1:1, unentschieden lautet der Zwischenstand und der Goonie freut sich schon so sehr auf das kommende Spiel. Head Goal heißt das Ganze und ist kostenlos auf Steam ziehbar. Freust du dich schon, mein Goonie-Hausener Freund? Liebe Leute, ich möchte in der Konzentrationsphase bitte nicht gestört werden. Ich bin auch schon fleißig hier am Hin und Her einlaufen, aufwärmen natürlich, ne? Damit man da wieder fit genug ist, um hier die Tore reinzuhauen. Es geht ja um Folgendes. Raymond, ich mach mal einen Probeschuss, ne? Ja, versuch's. Es geht um Folgendes hier. Ich bin hier der Blaue, ne? Der Goonie und links der Rainy in Rot und man kann hier den Ball schießen. Und abwehren, wie ihr sehen. Ja, also darum geht es eigentlich. Und wer hier das Tor macht, ist halt, ne, das ist. Ich zeige euch das mal. Nein! Ja, ich zeige euch das gerne. Ja, wir sind okay. Noch in also, der das wäre jetzt ein Tor gewesen, ne? Ja, darum geht's. Wir spielen auf wie viele Tore machen wir? 30, glaube ich. 30 haben wir gesagt. Okay, 30 Tore. Wer zuerst 30 Tore hat, der hat gewonnen. Ich bin gespannt. Also Lattenschießen hier in dem Spiel wäre der Rayman bedeutend besser. Ja. Es geht ja um sehr, sehr viel jetzt hier. Es ist schon eine kleine Vorentscheidung, ob man 2-1 in Führung geht oder nicht. Das hat man ja bei der letzten Staffel gesehen. Derjenige, der 2 Spiele gewonnen hat, hat dann durchgezogen. Also daher. Okay, also ich würde sagen, wer zuerst 30 Tore hat, ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Jo, noch kurz für das Team Goonicorn. Ich habe ja gemerkt, du hast da einige Fans. Wir haben vorhin geübt und ich habe das Spiel noch nie vorher gespielt. Einfach, dass ich das mal gesagt habe. Ja, man muss dazu sagen, es ist für einmal nicht ein Kindheitsspiel von dir. Einmal nicht? Ja, ich habe schon mit 3 Jahren Battlefield 1 gespielt. Habe ich nicht. Man könnte es meinen. Das Gute ist ja auch, dass hier mitgezählt wird und da geht 1:0 in Führung. Links oben, man sieht das wahrscheinlich kaum, es ist sehr, sehr klein, aber das ist die 1:0-Führung für den Rainy. Komm schon, wie kannst du die nur holen? Ja, ich bin ein super Keeper und da springt er drüber. 2:0 für Rainy. Ich muss mich hier schneller dran gewöhnen. Das ist wieder mal so ein Spiel, es ist die Einfachheit des Spiels, die es irgendwie ausmacht. Nicht tausende von Grafikeinstellungen. Ich finde es nicht die Einfachheit. Ich finde das überhaupt nicht die Einfachheit. Es ist verdammt schwierig, Freunde. Was für ein Ding! Das zählt nicht mehr, ne? Es nee, ist nee, nee, 2 nee. 2:1 steht. 2:1. Oh, jetzt kriege ich sie. Ja, und da schiebt er sie lockerflockig unten rein. Du bist so ein Cheater. Nee, also das Einzige, was man klicken kann, sind die Bewegungstasten und die Leertaste, so ein bisschen Schub zu geben. Oder wenn ich die Leertaste klicke, dann kommt meistens der Goonicorn und schreit, oh la 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 la. Nuin! Oder Nuin, je nachdem. 4:1 für den Rainy. Was haben wir gesagt auf 300, ne? Ja, 3000. Aber ich kann hier gar nicht mal aufs Tor schießen. Man kann das übrigens auch mit mehreren Spielern spielen. Entschuldige. Schon wieder 5:1. Was mache ich denn für eine Scheiße hier? Ein ordentlicher Wumms hast du da. Ja, gut, und da hämmert er sich selbst rein. Goonie, Goonie, Goonie. Boah, dann eine Riesenparade. Oh. Du bist einfach wieder nur am Abwarten da hinten. Nur am Abwarten. Ja, ich muss gewinnen. Zeit für den Angriff. Schade, dass das Spiel keinen Sound hat. Lockig gerettet. Und? Na komm, 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 rein! Mit Gefühl reingeschmettert! Jetzt geht's los. Jetzt macht er wieder seinen scheiß Angriff hier. Nein! Das war nicht drin, Wembley. Der VAR hat eingegriffen und gesagt, Tor für Rainy. Ja, aber das ist doch scheiße. Was mache ich denn? Ich sehe es doch schon wieder kommen. Was denn? Du wirst das Ding wieder locker lässig nach Hause fahren und ich bin wieder der Doofe. Ja, aber Momentchen mal. Ist das nicht immer so?
Nein. Aber Hachi, mein Bruder! Oh, den muss ich noch holen! Nein, 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 das gibt's! Und er macht im Gegenzug das Tor! Das Tor! Keine Gnade. Das gibt's doch nicht. Wie viel Glück kann man dann haben im Leben? Sehr viel. Oh. Cool abgewehrt. Ja, cool abgewehrt. Nein, nein, den hole ich doch. Das Ding macht er lockerlässig rein. Jetzt kommt die Aufholjagd, Freunde. Hm. Dann macht er wieder seinen Scheißangriff, ne? Oh, das war's. Diesmal habe ich's. Diesmal habe ich's. Ein Scheißangriff, wie er das nennt. Weiß ich immer noch nicht genau, was das sein soll. Oh Mann, oh Mann! Nein! Zu viel Wumms. Oh, direkt noch aber ihr Gönn auf! Mist. Locker lass ich eingenetzt hier! Ich wollte dich vom Ball fernhalten, aber es hat nicht so ganz geklappt. Man muss dazu sagen, es kommt gerne vor, dass es ein Eigentor gibt! Ja, gut! Dann dieser Wumme aus der zweiten Reihe, die Lümmel aus der ersten ich Reihe. Ich hab schon wieder keine Chance mehr! Das Nein, der hätte dich doch fast auf der Linie gekratzt. Ich hab doch schon fast wieder keine Chance mehr. Was ist denn das für eine Einstellung hier, mein Freund? Es ist doch so. Jetzt fährt wieder jeder einfach hin und schießt und das Ding ist drin. Kurz von der Linie dann abgezogen. Ich dachte, du schießt flach. Ja, und ich verkack's halt schon wieder, ne? Kurz dagegen oben Kopf. Boah! Nein! 12-5 der Zwischenstand. Für die Rainmanigkeit. Ach komm. Nein! Nein! Ja, komm. Hm. Oh. Nein, er holt sie halt wieder, ne? Ja, noch clever geklärt. Oh. Und Angriff! Ja, aber wieso denn? Den nickt er dann auch einfach rein. Ja, was denn? Wieso denn? Das ist wieder so ein Spiel, wo ich einfach keine Chance habe. Von. Ja. Locker flockig lasse ich den reinlaufen hier. Du kannst einfach, du wartest jedes Mal da hinten diese Scheiße ab und dann haust du einfach von da hinten wieder ein Ding rein. Ja, und? Boah, das wäre eine Bude gewesen. 14-7. Nee. Nee. Ja, aber komm, aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum bleibt dieser fucking Scheißball einfach stehen? Oh, ganz schön große Worte. Na komm. Der fucking Scheißball. Das gibt's doch aber nicht. Und im Gegenzug muss ich diese Stimmung ausnutzen. Was heißt hier, diese Stimmung ausnutzen? Jetzt donner ich dir den Ball da hinten in die Maschen. Nein! Oh, klasse. Der beste Torhüter, der je gelebt hat, aus deiner Sicht? Gullikon. Ganz schön überzeugt. Ja, das ist doch, da hast du gar keine Chance. Mit einer Abwehrquote von 12%. Doch die Fresse. Und den kratzt er dann aus. Was hast du denn? Wie Junge? Kannst du den halten? Nein, nein. Das gibt's doch nicht. Dann im Infight kriege ich sie. 16-9. Oh, die wäre geil gewesen. Ich muss aber immer schon vorspringen, weil sonst hole ich die ja nicht mehr. Und da ist dann halt die Scheiße, dass er nach Also der vorne Guni kommt, haut ne? sich auch gerne mal selber eine rein da. Auch in diesem Spiel. Ach, das ist doch scheiße. Ich habe gar keine Chance. 17-9. Wieso? Du hast ja schon fast 10 Tore. Nein. Was sagst du, du schießt nicht. Völlig dämlich. Geh weg. Oh. Drüber gesammelt, und aber den dasselbe. Kopf. Das nee. Ist immer dasselbe. Da geht. Nein, wieso komme ich da noch ran? Oh. Nein. Du fliegst einfach immer auf mir drauf. Das ist unglaublich. Ja, ich stehe auf dich. Ja, ah! Nein! Oh. Nein! Komm schon, den holen wir noch. Mist. Das macht riesen Spaß.
Ja, und dann muss er wieder. Oh, den kratzt er mit seiner Haarlocke raus da. Was mit der Haarlocke? Welche Haare siehst du denn da noch? Nein, das geht's nicht. Und dann und das Dach gesemmelt. Wie viel Glück hast du denn? Was, wie viel Glück? Das hat doch nichts mit Glück zu tun. Nicht. Das sind meine 17 Jahre auf der Torhüterschule in diesem Spiel. Ja, komm, schieß. Komm, schieß. Schieß doch. Ja, gut, ich meine. Ja. Also jetzt habe ich auch etwas probiert, das so nicht gerade sinnvoll war. 18-13, der Zwischenstand. Defense. Ach, das gibt's. Komm schon, komm schon, komm. Komm schon, weg mit dir. Nein! Jetzt bleiben wir dran, Leute. Jetzt bleiben wir dran hier. Muss ja nicht sein. Oh. Ja, gut. Tor rein. Oh, springe ich einfach ins Tor rein. Das gibt's halt nicht. Da hupft er ins Goal. Nein! Nein! Oh, geil, da versammel ich den Ball. Wie holst du denn den ersten, Mensch? Ja, ich bin super Keeper. Ach, und ich lass mich jedes Mal wieder... Die war doch drin! Nee, die war doch nicht drin. Natürlich war die drin! Nee, die war nicht drin. Die war auch nicht drin. Mann. Aber die ist drin. Nein. Doch, doch. Oh, das ist wieder so eine billige Scheiße. 2015. Er ist ein bisschen rangekommen, aber Team Rain Man hält ihn immer noch auf Distanz. Tschüss. Team Rain Man. Nein. Team Rain Man. Ich doch. Ach, komm schon. Oh. Und rein damit! Jawohl, rein damit! Oh. Und er wäre wieder drüber gesprungen. Und das gibt's doch nicht! Du warst mit den Füßen noch dran, aber leider hat das Teil keine Füße. Schieß. Okay. Ach, Mist. Mist. Und oben rum. Da muss ich Druck machen. Nein, kein Druck machen. Ja, Gott. Da schieben wir sie locker rein. 21-19. Lautet der Zwischenstand. Er ist jetzt ziemlich rankommen. Jetzt zieht er wieder den Ball hin und ich bin wieder am Arsch. Boah, was für ein Save. Komm schon, wirklich rein. Nein, das geht nicht. Ja, 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 ja. 2020. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch so spannend werden würde. Oh. Nein, jetzt darf ich keine Fehler mehr machen. Dann sind wir der drüber und dann nickt er sie rein. Oh, die war aber... Oh, die 22, war hart 20... Moment. Ich geb dir den Ball einfach zur Sicherheit. Ich kann nicht mehr. Ist okay? Jo. Oh shit. Ja, aber. Moment, ich muss kurz was sagen. Du darfst das Atmen nicht vergessen, mein Freund. Okay. Alles ready. Klar? Ja. Ja, gut, ich meine, das kannst du nicht verteilen. Oh, beinahe 24, hätte ich den rausgefischt. 21. Ich gehe mal ganz nach hinten, nicht, dass ich den wieder einloche hier. Nein. Oh, ich darf ihn dich nicht annehmen lassen. Oh. Nein! Oh, Mann! Da ist er wieder, der Topstürmer. Das ist doch eine Scheiße hier! Der Topstürmer im Team Rain Man, Gunicorn. Und da lasse ich ihn dann auch wieder annehmen. Das ist einfach schlecht. Wow! Den hast du verarscht. Boah, klasse! 26, 22, noch 4 Tore und dann hätten wir das nach Hause gebracht. Nein, noch 6. 12.
Perfekt. Du brauchst noch geil, 7. Geil finde ich auch. Geil finde ich auch. Er schießt immer mit dem Zelten. Aber was ist denn los? Warum geht er denn nicht nach raus? Ach, 27, 23. Noch 3 Türchen. Ja, der kratzt der und leitet sogleich den Gegenstoß ein. Nein. Oh. Jetzt ist den lenkt er gekonnt über die Latte. Stilsicher wie immer. Ja, im Normalen. Nein! Nicht die Latte, ne? Das war jetzt ein Zeichen. Ja, dafür kriegst so du gleich ein Gegentor. Scheiße. 28, 23. Dämlicher Defensivspieler, das nervt halt. Aber ich bin dämlicher Defensivspieler, der mehr Tore hat. Ja. Was ist denn los? Oh Mann, ich versteh's nicht. Ja. Das Spiel ist doch auch eine echte Katastrophe. 29, 23. Matchball ja, für den Rainy Man. Schon. Den knallt er drüber und jetzt kommt der Konter. Ja, du schießt wahrscheinlich wieder flach. Nein! Den hole ich noch. Oh, schade. Ja, da habe ich wieder verloren. Das nervt doch. 29, 24. Gib doch nicht auf, mein Freund. Ja, gib doch. Da fischt er das Ding raus. Das ist ich darf nicht mehr angreifen, da habe ich keine Chance. Und mit dies. Oh, ich hätte gedacht, der Lob. Oh, drüber gezimmert. Und da ist es dann auch. Nein, es ist es. Oh! 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 Nee. Nein! Kratzt sie doch raus und da ist es dann! 30, 25! Wie viel Glück kann man denn haben im Leben, Mensch? Juhui. Ah, das ist was? Ein Scheißspiel gewesen. Ja. Von nun an spielen wir nur noch Real-Life-Spiele, ganz ehrlich. Das ist alles, das ist doch kacke. Das ist. Das ist doch nein, echt jetzt. Alles scheiße. Wir spielen das nächste Spiel, sage ich jetzt schon an: Underlords. Okay. 1 gegen 1. Ja, okay. Wenn es sein muss. Kostet das etwas? Das ist mir egal, ich bezahle es. Nein, es ist kostenlos. Wirklich? Oh Mann. Also gut, dann lass mal Underlords spielen. Boah, das wäre eine Bude gewesen. Ja gut, ich muss dazu sagen. 25 war es klar. Hast du gut gemacht. Es gibt bei diesem Spiel übrigens noch einen anderen Modus. Ja, den wollen wir nicht sehen. Volleyball gibt es. Ne, ich finde es einfach krass, dass, weißt du, so spiele ich. Meine, wir haben jetzt wirklich ziemlich lange einfach ein bisschen rumgedaddelt, aber es ist einfach kostenlos verfügbar, finde ich schon cool. Du nicht, oder? Nee, ich finde es scheiße. Du hättest lieber was bezahlt. Wieso bin ich denn so schlecht in diesem Spiel? Wir müssen echt, jetzt ohne Scheiß, das mache ich jetzt ernst, wir müssen Spiele suchen, die ein bisschen irgendwie ausgeglichener sind. Ja, solche Spiele gibt's nicht. Okay, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gunicon ist wieder in der Rücklage, aber erst 2-1. Das holen wir noch. Was für eine Bude. Das werden wir schon noch holen. Ja, wir haben ja geplant, auch wieder ein paar Real-Life-Spiele zu spielen und da wird der Guni wieder brillieren. Auf jeden Fall. Ich sage vielen, vielen Dank. Ballert den Like-Button, würden uns sehr, sehr freuen. Spaß hat es ohnehin wieder gemacht. Und die letzten Worte übergebe ich wieder dem Sieger, Rain Man. Jo, 2-1, die Führung für unsere Wenigkeit. Head and Goal kann ich nur weiterempfehlen. Es wurde zwischenzeitlich mal noch knapp, aber dann hat sich die Defensive wieder aufgerappelt und den Sieg nach Hause gebracht. 2-1 für Rain Man gegen den Guni. Danke euch fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Staffel 2, Folge 4. Dann das nächste Mal. Tüdelü, meine Freunde. Tüdelü.